Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Let's Play, beziehungsweise einfach mal ein quasi angeschaut von einem etwas neuen Spiel, was auch nicht so viel kostet. Es handelt sich um Redcoon, ist gerade auf Steam neu erschienen, kostet glaube ich 5 Euro oder was. Soll so eine Art Tower Defense sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sind nur 34 MB, also ist jetzt nicht wirklich viel. Aber ich fand das eigentlich so vom Trailer ganz hübsch und so. Man hat halt seine Base und muss halt die gegnerische Base irgendwie mit Kanonen und Bomben und weiß nicht was zerstören. Ja, dann dachte ich mir, okay, lade ich das runter. 34 MB war ich etwas überrascht, dass es so wenig ist. Aber tatsächlich, bei Optionen bietet sich keine Grafik oder Anzeige oder sowas. Nein, nur Musik und Sound. Und Rechtsklick-Befehle und Kampagne zurücksetzen. Wow. Das war auch quasi schon das alles, was man zeigen kann. Die Punktestände, man kann sich hier einen Account zusammenbasteln. Info und sowas. Ja, Version, wow. Aber da würde ich einfach mal sagen, ich starte einfach mal das Spiel und wir gucken einfach mal. So, da haben wir unsere Burg, hätte schon fast gesagt, unseren Berg mit unseren 3 Kanonen. Und da kommt hier Strike Commander, Oberleutnant Bella Warren. Waren. Bella Waren. Wow. Melde mich zum Dienst, Ihre Adjutantin. Gut. Ein Lauschposten der Krux-Rebellen wurde in unserem Sektor geordnet. Hilfsartillerie ist in Reichweite und einsatzbereit. Ja, super. Auf jeden Fall können wir in Zerstörung beginnen. Ja, super. Das ist auch schon so, dass wir es sehen. Außer wenn wir nachher auf Schlacht klicken. Ich habe das schon mal leicht angeguckt. Das Problem ist, wenn man jetzt die rechte Maustaste drückt, kommt man sofort zurück. Das mache ich jetzt aber nicht, weil sonst kann ich wieder alles neu machen. Das dauert was länger. Ja, wir haben 4000 Coins, Credits, Erfahrung 0. 12 Schuss oder was ist das hier? Ich weiß nicht ganz. Und das Medaillen, super. Klicken wir doch einfach mal auf Schlacht. Ja, das ist die gegnerische Base. Kanonen bereit zum Feuern. Welle, dann Kanonen außen, Welle, das... feindlichen Raum als Ziel. Ja, super. Dann wähle ich doch einfach mal... Kann ich hier auch irgendwie mehr rauswählen? Nee. Tippe ich einfach mal auf den. Wie verfehlt. Geil. Also die werden da schon ordentlich eingeheizt. Meine geilen Kanonen. Hier sieht man auch immer, wie die laden. Was, wieso hat der denn hier 2? Hat der irgendwie... Macht der mehr Schaden? Nee. Das ist eine MK2. Und das sind 2 normale Kanonen. Was ist das hier oben? Energie an, aus, Feuer halten, Doppelschuss, Blendgranate, schick, schick. Also wir haben immer eine Sicht auf die Gegnerbase, wie gut die sind. Hier zum Beispiel die aktive Abwehrsteuerung hat nur noch 28 HP und der Radar hat nur 14, der ist auch gleich Schrott. Also wie gesagt, sieht ganz nice aus, ist was für zwischendurch, deshalb... wollte ich es einfach mal euch zeigen und euch näher bringen. So, ich kann keine überlebenden Orten. Sehr gut gemacht, Kommander. Unser Sperrtrupp wurde entsandt, so einem Außenpost nach Krux-Informationen zu suchen. Sieg, Vernichtung. Geil. 24.000 Punkte, fast 25.000. Wir haben 400 Credits bekommen. Ein paar, bisschen was Erfahrung. Das unterirdische Radarsystem ist jetzt einsatzbereit, Kommander. Ja, geil. Seltsam. Warum dringt Krux in unser Staatsterritorium ein, über 1000 Kilometer von der Front entfernt? Ja, keine Ahnung. Hoffentlich findet es der Sperrtrupp. Wir sind im Sperr- und Mörserbeschuss. Was hat der denn da für eine Maske auf? Ja, die sieht auch ganz hübsch aus. Wieso haben wir denn so eine hübsche Informantin? Drücke Leertaste, um die Zeit anzuhalten. Benutze Pause, um mehrere Befehle gleichzeitig zu erteilen. Okay, drücke F, um das Spiel doppelt so schnell abzulaufen. Dann will ich erstmal Pause drücken, um hier alles zu checken. Was haben die hier? Mörser, 3-mal. okay. Ich könnte aber sagen. Okay, der schießt da drauf. Der auf den unteren, okay. 95%ige Trefferchance. Würde ich einfach mal sagen, Doppel-F. Bam. Oh, scheiße, die schießen. Au. Alter, die geben mir aber ordentlich. Ich regeneriere mich wieder. Das ist vielleicht eine bessere Lösung, wenn ich einfach mal alle auf einen schicke. Vielleicht gehen die Dinger dann schneller Schrott.
So. Mir ist gerade aufgefallen, man muss die wirklich dann selber umstellen. Einen haben wir schon mal Schrott. Da muss ich gerade einen Huster abgeben. Und das ist auch schon der zweite Marsch. Also wie ihr seht, das ist ein sehr schnelles Spiel. Also, es geht relativ flott am Anfang. Kann natürlich sein, dass es jetzt quasi das Intro ist und es deshalb so schnell geht. Später wird es immer schwieriger und man hat dann eine richtige Burg mit Raketen und weiß nicht was und Abwehrrichtung und Helikopter beziehungsweise so Luftkissen-Dinger da, ach, keine Ahnung, werdet ihr alles noch sehen. Und wir haben sie wieder mal vernichtet. Ein Funkspruch vom Forschungskorb. Ihr EMP-Testgelände ist gestört geworden. Was? Commander, wir haben ihn verlangt ein Luftschiffdepot angefordert. Wir sollten den Überfall durchführen, solange der EMP uns nicht lahmlegt. Ja dann. Flottenkommando, ein Navigator verdoppelt die Geschwindigkeit. Okay, hier steht wohl, was es alles kann. Medizin, ja gut, das denke ich mir, kann man sich alles selber erklären. Er gibt Infanterie, Maschinengewehre und Schuss. Ja. Verbrennungsmotor. Die Zerstörung des Verbrennungsmotors löst ein Feuer aus. Das ist nicht so gut. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier blind in die Schlacht. Das Luftschiff soll in 20 Sekunden eintreffen, Unteroffizier. Wir sind bereit. Sobald es bereit ist, kannst du mit der Schaltfläche oben rechts ein Luftschiff anfordern. Ah da, 20 Sekunden. EMP Blaster. Ja, Medizin. Das haben die wohl erobert, diese Säcke. Also, ihr seht, die Figuren hier sind alle was comic-mäßig gehalten. Das sieht ganz nice aus. Du kannst deine Soldaten auswählen und ihnen Befehle geben. Gut. Wähle einen Raum oder ein Luftschiff, um deine Soldaten hingehen zu lassen. Könnte ich jetzt darauf klicken? Gott. Ich muss mal mein Luftschiff rufen. Befehle einigen Soldaten an Bord des Luftschiffs zu gehen. Kann ich ja auch irgendwie... Ja, okay. Mit Steuerung kann man wohl zwei auswählen. Ja, springt einfach mal ins Luftschiff rein. Perfekt. Und du fliegst mal hier rüber. Hallo? Schon wieder verfehlt. So, jetzt seht ihr es gerade nicht, weil es quasi so ein Übergang ist. Ah, geil. Das ist ja witzig. Ja. So ein Spiel habe ich auch noch nicht gesehen. Klingt doch ganz witzig. Sieht doch ganz witzig aus. So, Leute. Könnt jetzt mal die untere Etage erobern. Wow, was machen die denn? Ja, perfekt. Bedrohung ausgeschaltet. Ist der Prototyp in Sicherheit? Jo, ja. Kaum ein Kratzer. Ja, kaum ein Kratzer. Nur die Kanone gerade selber zerstört, scheiße. Der Siegertyp Übernahme. Was ist das? Ich orte einen Abschuss mehrerer Raketen im gesamten Sektor. Oberleutnant Bella Warren ist das Sicherheitsteam von Doug Loomis Dumb. Strike Command übernimmt das Kommando. Was versuchen die Krux zu erreichen? Die Entleerung des Reservoirs in der Wüste? Dadurch würde höchstens das tiefer gelegene Pompeii überflutet werden. Weiß jemand, was sich in Pompeii befindet? Pompeii ist eine Spielhöhle. Sehr modern, sehr teuer. Nichts von strategischer Bedeutung. Ja, dann lass es einfach mal befluten. Ja, sicher doch. Tausende Menschen werden sterben, aber scheiß drauf. Also wir haben jetzt hier schon mehr Kanonen. Haben wir auch eine Mörser. Geil. Eine geile Talos. Einfach mal gucken. Betäube Feinde mit Blindgranaten oder erlege sie mit Splitterbomben. Ja, was haben die hier am Start? Python-Raketen, Giftraketen, Thanos. Okay. Hier habe ich einen, der ist der aktive Abwehr. Okay. Die machen quasi alles von selbst, merke ich gerade. Und die passt dann hier wieder. Vielleicht schicke ich einfach mal alles auf einen. Ach! Das ist ja geil. Okay, okay. Das heißt, ich habe quasi zwei Abwehrstellungen und drei Angriffs. So, da haben wir jetzt gleich schon mal eine Station weniger. Was? Komm schon. Aber meine Abwehr liefert gute Leistung. Die schießen immer noch drauf. So, die müsste Schrott sein.
Ne, die wird immer wieder repariert, fällt mir jetzt auf. Mann, ich muss die Typen, glaube ich, erwischen. Oh, mein Ding hat hier auch kaum noch Leben. Vielleicht kann ich das ja irgendwie... Komm, reparier mal. Jetzt bin ich zwar nicht mehr in der Abwehrsteuerung, aber vielleicht... Oh shit. Ach ja, ich muss... Geil. Da haben wir den doch noch kalt bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Auch wenn es quasi das Tutorial ist. Oh, wer ist das denn? Oberleutnant Baron Rahn. So sehr es mich entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir haben leider keine Zeit. Seien Sie so nett und lassen Sie mich für den Vorgesetzten sprechen. Commander? Ja, Sir? Ja, Sie, Commander? Sie kennen mich wahrscheinlich aus dem Verräter General Kranz. Den Anführer der Krux-Rebellion. Aha. Ein Feind in unseren Reihen. Was ist das denn? Tun Sie das richtige Kommando und gehen mir den verdammten Damm aus dem Weg. Ich muss den verdammten Damm einreißen. Das will ich nicht. Nee. Jetzt geht hier nachher Pompeo unter. Überraschungsangriffe. Es ist eine Superkanone. Wir sind im Untergang weit. Nicht, wenn wir die Energieversorgung zerstören. Ich muss dann die Energieversorgung. Verbrennungsmotor. Da haben wir gelernt, wenn der brennt. Alter. Nein, ihr sollt nicht darauf schießen. Ihr seid volle Möse auf den geilen Verbrennungsmotor, Baller. Wie verfehlt. Einfach mal ein bisschen was vorspulen hier. Ich hoffe... Oh, scheiße. Alter, One-Shot. Junge, Junge, Junge. Aber die braucht verdammt lange, um zu schießen. Ah, ich glaube, die schießt jetzt schon wieder. Oh Gott, komm schon. Jungs. Nein, meine zweite Kanone ist am Arsch. Jungs, do it. Oh shit. Ja, jetzt sind alle drei in einem Raum. Nein. Ihr dürft nicht auf. Nein. Komm schon. Do it. So. Eine Kanone ist wieder aufgebaut. Jetzt dann die nächste ran. Ja, der Verbrennungsmotor ist so für den Arsch bei denen. Das heißt, ich habe schon mal gute Chancen. Die sind da die ganze Zeit dran, den zu reparieren. Aber der brennt wohl. Das ist die Waffenkammer, Munitionsdepot. Brauche ich sogar nicht. Aber ich denke mal, wenn ich die drei platt habe, dann habe ich quasi gewonnen, weil keiner kann die Waffen bedienen. Wieso stehen die jetzt da? Ich muss sie irgendwie da reinlocken. Geil. Perfekt. What? Da haben wir die Superkanone Typen zerstört. Sieg. Schon wieder. Credits 400 bekommen. Generalstaatssekretär. Imperatorius Orbis Rex. Wat? Erzmarschall der Einheit. Kommander dieser Daten. Dies ist ein geheimer Dienstplan unseres Imperator Grimm. Okay, okay. Reparaturen abgeschlossen. Kanonen einsatzbereit. Die Strukturen sollten halten. Technik-Koops meldet sich ab. Gut, für mich in den übrigen Sektor. Okay. Interessant. Wir haben jetzt einen etwas größeren Stützpunkt. Aber ich würde sagen, für quasi ein Angeschaut ist es so immer ganz nett. Könnt mir ja mal einfach in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht mehr sehen wollt. Ich finde es eigentlich doch schon nice. Macht Spaß, aber so mal für zwischendurch eher. Also ich würde mich... die Kampagne ist halt, ne? Das ist halt nicht wirklich eine Kampagne. Beziehungsweise es gibt nur die Kampagne, nichts anderes. Das Menü ist sehr leicht aufgebaut. Man kann es sehr schnell lernen. Keine Frage. Für das Geld ist voll okay der Preis. Also es gibt Games, die kosten viel mehr und sind tausendmal beschissen. Ne? Aber ich würde sagen, fürs Erste reicht das erstmal. Ich würde mich bedanken, wenn ihr mir ein Like da lasst oder es mich weiterempfehlt. Das würde mir sehr helfen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, bis dann. Ciao.